Der Arzt mit seinem Stempel und seiner Original unterschrieben. Nein! Nein! Scheiße! Ach, Scheiße, Mann! Hey, die Tür! Gehen Sie jetzt weg. Und dann können Sie auch stehen bleiben. Aber irgendwann ist Schluss. Sie kriegen darüber ein Formular, dann ist gut. Lass die Frau doch. Die hat doch Adresse, ihr kennt sie doch. Jeder kennt sie doch. Ein Stück zurück, ja. Guck doch mal, sie weint. Schau mal bitte. Ja, das geht doch nicht, ey. Was soll denn der Quatsch? Die Presse, jeder kennt sie. Schämt euch, ehrlich. Anja, wie ist der Stand? Was ist los? Was denn? Hier ist ein öffentlicher Gehweg, oder nicht? Ja, dann geht das Bild jetzt sofort. Ja, nee, ich will nur festhalten, dass ihr keine Dummheiten macht. Damit muss man ja leider rechnen. Sie muss Widerspruch. Also Widerspruch, ja? Ja. Nennen Sie mal die Rechtsgrundlage, auf der das eingezogen wird.
Aber wenn du mal ein bisschen in den Wald hineinrufst, dann schaltest du auch nicht aus. Ja? Sie waren von Anfang an nicht kooperativ. Das ist überhaupt nicht wahr. Das stimmt nicht. Das ist überhaupt nicht wahr. Dann kann die sich nicht so rein. Oh, könnte man hier einmal ein bisschen Abstand halten? Das haben wir doch. Der 1,50 ist locker drin. Oder nicht? Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Wir bitten Sie einfach, so ein bisschen Abstand von dieser polizeilichen Maßnahme zu halten. Machen wir doch. Einmal bitte hinter diese Poller gehen, dann ist für mich der Abstand ausreichend für diese polizeiliche Maßnahme. Ich bitte Sie da ganz freundlich und ich danke Ihnen, dass Sie dem nachkommen. Ja, sie hatten einen Attest und das Original haben sie jetzt weggenommen. Ja, das wird jetzt einfach beschlagnahmt. Keiner sagt warum, keiner sagt auf welcher Grundlage. Das ist totaler Scheiß. Aber sie wollte ja nicht zuhören. Sie ist doch kaum ansprechbar. Kriegt das keiner mit? Wie redet sie ja komischerweise? Ist das denn hier ein Ort, wo man Maske tragen muss? Da drüben, es ging ja um da drüben. Ach, da drüben. Die haben sie hierher gebracht. Ich dachte hier. Ja, ja, extra, dachte, hier extra schön absondern. Nee. Normalerweise reicht doch das, wenn sie ein Foto machen und dann beim Arzt überprüfen, ob das Ding echt ist. Richtig? Ihre Meinung. Nein. Es geht nicht um Meinung, es geht um Gesetzmäßigkeit. Es geht ums Recht. Sie hat doch da nichts mehr, wenn sie das jetzt einzieht. Ja, was ist denn ein Verdacht? Man kann doch nicht auf Verdacht irgendwas wegnehmen. Ein Verdacht ist noch keine Verurteilung. Das nee. Ist doch das ist im Prinzip schon... Nein, mir geht es ja darum, der Verdacht kann ja bestehen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass dieser Verdacht unbegründet ist und dass Sie das Teil ja braucht, um sich... Wenn Sie die Rechtsmittel einlegen wollen, gegen die Maßnahme, können Sie das vorlegen. Hier ist der Pass. Da steht Ihnen jetzt frei, nach der Versammlung teilzunehmen oder nicht. Warum ist der kaputt? Er war vorher nicht kaputt. Ich habe ihn nicht kaputt gemacht, der war vorher schon. Sie haben, Herr Sachsen, es steht mir jetzt frei, an unserem Teil zu nehmen. Ja, aber mit dem Namen. Haben Sie alles verstanden, was Sie gesagt haben? Kommt, das kommt immer drauf an. Okay. Ich habe es gehört, aber nicht verstanden. Wir können gerne an der Versammlung etwas teilnehmen. Unter der Bedingung, dass sie eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. Die sie nicht tragen muss. Sie kann, sag mal, was ist denn das für eine Gegensätzlichkeit? Sie kann am Ende der Demo, haben Sie gesagt, die Maskenbefreiung haben können am Ende der Demo. Warum darf ich die Maßnahme nicht filmen? Bitte? Ja, ich stehe. Warum halten Sie mir auch meinen Presseausweis abgenommen? Und jetzt habe ich das Smartphone wieder. Ich weiß nicht, wie das hier weitergeht. Ich bin jetzt hier festgehalten von der Bundespolizei, einfach weil ich aus der S-Bahn raus bin und weil ich aufgenommen habe, wie hier bei einer Frau die Maskenpflicht überprüft wurde. Ja, Sie hören es, meine Stimme zittert hier noch etwas und ich sage noch öfter als ich es ohnehin schon sage. Das liegt daran, dass mir hier wirklich die Knie noch weich sind, weil mich der Beamte der Bundespolizei massiv eingeschüchtert hat. Er trat so aggressiv auf mit Geschrei, ja mit Gebrüll, dass eine Zeugin mir später schrieb, sie hatte Angst, er würde sich auf mich stürzen und mich physisch attackieren. Genau diese Angst hatte ich auch. Ich bin gestern hier in Berlin massiv angegangen worden von der Bundespolizei, man hat mir die Kamera aus der Hand gerissen, man hat mich festgehalten. Es ist mir klar, dass Sie zu dem konkreten Vorgang nichts sagen können, weil Sie den logischerweise nicht kennen. Aber generell gibt es hier irgendeine Änderung, weil bisher ist mir das nur bei der Bundespolizei jetzt passiert. Oder gilt hier weiter das alte Recht, das man als
Journalist aus einer gewissen Entfernung auch aufnehmen kann? Und wenn ja, wenn Sie das nochmal deutlich machen, dann auch gegenüber der Truppe, dass man hier Journalisten nicht beeinträchtigt in der Arbeit. Danke. Ich kenne Ihre Veröffentlichung dazu. Das heißt, der konkrete Sachverhalt ist mir zumindest, was diese Veröffentlichung angeht, bekannt. Ich habe allerdings dazu keine amtlichen Informationen bislang. Deswegen kann ich die Situation im Moment nicht abschließend und vollständig bewerten. Wir haben an dieser Stelle verschiedentlich deutlich gemacht, auch im Zusammenhang mit dem Demonstrationsgeschehen, dass die freie Presse und die freie Berichterstattung ein Grundpfeiler unserer Demokratie sind. Die Möglichkeit der freien Berichterstattung muss gewährleistet sein. Das gilt immer und erst recht in Zeiten wie diesen. Insofern gibt es, was das angeht, das Verhältnis zwischen Presse und Staat keinerlei Veränderung. Und alles Weitere muss man dann im Konkreten sich anschauen, wenn man ein umfassendes Bild hat. Das ist mir aber im Moment nicht möglich.